Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Biomutant. Letzten Part haben wir den zweiten Weltenfrost bekämpft. Der auch noch immer hier ist. Also nicht erledigt scheinbar, so wie halt den ersten. Und gegen Lupa Lupin gekämpft. Der von seiner Vergangenheit erzählt hat, dass er eigentlich selbst eine Rache wollte. So wie auch in uns die Rache weitergespielt wurde. Und das ist die Waffe, die wir uns am Anfang scheinbar zusammengestellt haben. Interessant. Interessant. Hätte ich vielleicht doch besser darauf achten sollen, was wir uns da zusammenstellen. Ah, gut, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Hey, ein Reittier hat kein Getriebe. Na gut. So, und wir müssen natürlich zurück zu Steinalt, um uns für den nächsten Weltenfresser vorzubereiten. Ich bin gespannt, was uns noch alles erwarten wird. Also erstmal müssen wir einmal um den Baum des Lebens reiten, da es ja keinen direkten Weg von hier zur Höhle von Steinalt gibt. Beziehungsweise ich könnte mich natürlich porten, aber ich meine, die zwei Miete zahlt sich fast nicht aus. Von dem her reiten wir einfach schnell mal hier rum. Sollten ja gleich beim Höhleneingang sein. Schon der Weg. Einmal hier runter. Wir mal nicht runterfallen. Mal schauen, was als nächstes auf uns wartet. Beziehungsweise wer auf uns wartet. Also, Wamawa, Steinalt hat gehört, dass du recht beschäftigt warst. Er weiß deine bisherigen Taten zu schätzen. Doch leider erfordert seine Freundin Noko im Osten dringend deine Aufmerksamkeit. Steinalt sagt, er weiß, dass du gütig genug bist, um Noko so gut wie möglich zu unterstützen. Er wird dir den richtigen Weg weisen, doch Noko zu finden und sie mit allem Nötigen zu versorgen, liegt ganz bei dir. Das klingt nicht gut. Steinalt hatte recht. Der Hufschnauber muss gestoppt werden. Steinalt sagt, Noko ist besorgt, weil der Weltenfresser im Osten immer mehr Unheil anrichtet. Er erklärt, dass Noko über ein legendäres Reittier verfügt, mit dem sie gegen den Weltenfresser ziehen will. Doch sie benötigt deine Hilfe bei der Vorbereitung. Okay, das hört sich hier noch ein Plan an. Steinalt schlägt vor, dass du so schnell wie möglich nach Osten aufbrechen solltest, um Unterstützung zu leisten. Papa Mofubak. Er hilft immer gerne. Ja, wir sollen gehen. Sag, du sollst gut auf dich aufpassen. Natürlich, wir passen immer gut auf uns auf. Haben wir eine Stufe erlangt. Gehe ich wieder auf Stärke? Ja, ich glaube, ich gehe wieder auf Stärke. Kung Fu.
Die Waffen. Ja, ich meine, da kann ich ja sowieso nirgends was leveln. Oder nicht wirklich großartig leveln, sagen wir es so rum. Wir werden ja auch noch den Bumerang von Myriad. Zweite Chance. Nee, hier brauche ich mich alles gerade nicht. Schneller im Kampf. Oder Ausweichdistanz erhöhen. Hört sich beides nicht schlecht an. Oder halt, dass wir im Kampf 40% schneller regenerieren. Beziehungsweise besser regenerieren. Auch nicht so blöd gerade. Ich glaube, ich nehme das Ausweichen. Mission. Fehlt uns noch ein bisschen was. Da spare ich die mal. Ich bin gerade am Überlegen, wir könnten auch noch hier den Stamm angreifen. Ob sich das dann wirklich auszahlt, weiß ich gerade nicht. Ich glaube eigentlich fast nicht, dass sich das auszahlt, die Stammeskriege. Fühlt es sich nicht gut an, auf so einem Biest zu reiten? Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was die eigentlich Waffen haben. Weil die haben. Keine Ahnung was. Die haben die Nunchucks. Die haben eben den Stab. Bogen. Rücken. Ja, und die hatten ja den Bumerang. Wenn ich mit meiner jetzigen Ausrüstung eigentlich ein bisschen eher zufriedener. Beziehungsweise ich brauche ja auch nicht mehr als den Bumerang vorerst. So wie es aussieht, müssen wir hier bei einer ganz schön dichten Nebelsuppe durch, beziehungsweise Giftwolke. So wie es aussieht. Holzreste. Die einzige Art von Resten, die man noch irgendwo wachsen sehen kann. Natürlich. Ja, ich meine, Reste könnten noch einfach einen Baum fällen. Wäre vielleicht einfacher. Und vielleicht auch vertraggiebiger. Aber na gut. Schauen wir mal, was uns wirklich. Ich frage mich, wo man Reitstiefel für dieses Tier bekommt. Für Gummizeug findet sich immer irgendeinen Nutzen. Hier Wegpunkt mitnehmen. Eine Reise kann man gebrauchen. Ja, also, wenn man die Karte ein bisschen mehr aufdeckt, wäre es auch nicht schlecht.
Da möchte ich eigentlich nicht reinreiten. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir haben zwar relativ gut Resistenz gegen das meiste. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, gehe ich lieber außenrum vorbei. Eigentlich bräuchten wir noch irgendeine Maschine oder so für Land. Und wir haben zwar die Reittiere, aber die Maschine ist, glaube ich, trotzdem schneller. Beziehungsweise eine schnellere als den Roboter, einen großen, den wir ja für den letzten Weltenfresser benötigt haben. Hätte ich zumindest nichts dagegen. Wer sagt's denn? Ein wenig Gummizeug. Das solltest du behalten. War eigentlich relativ viel. Hier richtig. Nein. Muss da irgendwo hoch. Ist doch scheinbar ein Weg. Moment. Gehen wir doch den Weg hier lang. Könnte ein schöner Nachthimmel werden. Ich bin gespannt, was die schönen legendäres Reit hier hat. Was sind hier irgendwie Gegner? Dies ist Knalksteinach. Einen härteren Ort findest du nirgends. Natürlich finden wir nirgends. Wir brauchen auch ein Stein. Endlich hast du das Dorf Bumlidorf gefunden. Kehren. Mal sehen. Ja, bei dem Dorf hier vorbei und dann sollten wir eigentlich bei Noko ankommen. Bin ich gespannt. Und wenn die auch unsere Hilfe braucht mit dem Reittier, wird es wahrscheinlich auch wieder irgendeine Maschine sein. Wo irgendein Teil fehlt. Sieh dir diese Aushänge an. Zu schade, dass die Znigen sie nicht verstehen. Hier könntest du auf Noko treffen. Sie liebt einfach diese Znigen. Als es keine Energie mehr gab, schien es logisch, auf Znigen zu reiten. Eine Tradition, die bis heute besteht. Ja, stimmt. Znigen brauchen keine Energie. Stimmt. Füttern musst du sie trotzdem. Nahrung findet sich aber leichter als Temposaft. Achte, wo du hintrittst. Dann findest du vielleicht die Spuren eines anderen Reisenden. Ja, braucht unsere Robotergrille nicht eigentlich auch irgendwo irgendwas, was ihm Strom gibt oder so? Mal sehen. Batterie oder Temposaft? Beziehungsweise Benzin? Nux ist keine leichte Sprache, aber zu bewältigen. Sie sagt, sie ist froh, dich wiederzusehen. Sie fragt sich, ob du dich an sie erinnerst. Sie heißt Noko. Als du ein Kindling warst, hat sie dich auf ihrem Newt reiten lassen.
Teifen Name, Nummer? Noko erinnert sich, dass du voller Energie herumgetollt bist. Sie freut sich, dass du deinen Funken nicht verloren hast. Ah, Saduru, du. Doch all das ist schon lange vorbei. Erinnerungen zeigen einem, wo man einst war, nicht wohin man geht. Ja, wenn die von Lupinupo braucht man jetzt eigentlich keine Informationen mehr. Meine Erinnerungen sind vernebelt. Bestimmt kommen sie von selbst zurück, wenn du aufhörst, es zu erzwingen. Aber hoffentlich ohne dich heimzusuchen. Du hast bereits genug gelitten. Noko erinnert sich ebenfalls an diese Tage, doch sie suhlt sich nicht in den Erinnerungen, auch wenn es verlockend erscheint. Wie sie sieht, hast du mit Lupa Lupin noch eine Zniege zu rupfen. Es gibt wohl keine Möglichkeit, das noch zu vermeiden. Jedenfalls nicht für lange. Sie sagt, die Schrecken deiner jungen Tage reichen aus, um jeden zu brechen, aber nicht dich. Du hast dir deine Freude bewahrt. Noko sagt, die eigene Geschichte ist wie ein alter Pfad. Man kann so lange auf ihm gehen, bis er ausgetreten ist. Doch ab hier bahnst du dir deinen eigenen Pfad. Ja, okay. Also irgendwie hatten wir, glaube ich, Lupa noch nicht besiegen dürfen, sollen, können. Aber ja, gut. Wir haben eigentlich unsere Rache bekommen. Wir wollen immer noch unsere Rache. Sie will auch, dass Lupa Lupin bezahlt. Selbst wenn sie fest daran glaubt, dass Vergebung die größte Rache ist. Nichts strahlt so wie das Dunkel. Moment. Du weißt schon. Ja. Dem Dunkel ist nicht zu trauen. Siehst du nicht, wie befreiend das Dunkel ist? Es ist noch nicht zu spät für dich, oder? Hallo, Dunkelheit. Ich bin's, dein alter Freund. Fragt, auf wie vielen Wegen du in dieser Welt gewandert bist und ob du dich fragst, ob es anders gelaufen wäre, wenn du andere beschritten hättest. Jetzt bin ich Zeit, zu viel eigentlich. Die Möglichkeiten sind überwältigend, doch du musst dich entscheiden, sonst bleibst du an Ort und Stelle. Und was für eine Entscheidung wäre das schon? Hast daran zu denken, was mit den Zniegen geschieht, wenn die Welt untergeht. Dann kann sie sich um niemanden mehr kümmern. Findet es schrecklich, dass dir die Welt so egal ist und du nicht um sie gekämpft hast. Kann nicht glauben, dass du dich den Yagni angeschlossen hast. Ständig picken sie überall herum und klauen. Na, sie nehmen nur Dinge, die herumliegen. Mit herumliegen meinst du wohl nicht festgenagelt. Sie versuchen ständig, einige ihrer Zniegen zu stehlen. Aber genug davon. Sie ahnt, wohin der Mute verschwunden sein könnte, da es keinen Ort gibt, den er so sehr mag wie sein eigenes Eckchen in der offenen Wildnis. Sie nennt ihn die Mute-Weide. Der Mute wird jetzt deinen Geruch erkennen, da du lange genug hier warst. Er vertraut dir wahrscheinlich genug, um dir zu folgen. Du solltest den Mute hierher zurückbringen, sobald du ihn gefunden hast. Es wird eine Weile dauern, bis er sich genug beruhigt hat, um zum Weltenfresser aufzubrechen. Ein Mute? Die erhabenste Kreatur, die ihr je begegnet ist. Eine Kreatur wie aus einem Traum oder einem Märchen. Okay. Der verlorene Mute. Dann suchen wir nach dem. Wie majestastisch. Ja, ich glaube, das ist auch so eine. Ziege eigentlich. Weil ich nicht ganz alles irre. Du hast die Mute-Wiese entdeckt. Vorsicht vor den Mute. Scharf.
hast die Kraft. Ja, natürlich haben wir die Kraft. Schieß alles in Stücke. Okay. Ja, man merkt halt, die Gegner sind ein höheres Level, aber kein wirkliches Problem. Hey, das Ziel wirkt auf jeden Fall interessant. Folgt ihr mir jetzt? Ja, folgt mir jetzt. Dann kann man jetzt zurück, wollte ich gerade sagen. Natürlich, nachdem wir mit den Dingen gekämpft haben. Schlitz! Viel Schaden. Es wird knapp. Ja, ich bräuchte vielleicht ein bisschen Heilung. Okay. Ich bin halt trotzdem weiterhin kein wirkliches Problem. Nachts wünscht man sich manchmal den Tag herbei. Ja, natürlich. Widerlich. Hier stinkt es. Das, der Mute müsste mir ja noch folgen, von dem her ging er direkt zurück. Der Mute scheint ruhiger zu sein, seit er wieder im Stall ist. Aber Noko sorgt sich immer noch. Sie meint, der Mute hat immer noch Angst. Aber sie hat eine Idee, was ihn beruhigen könnte. Einmal hat der Mute aus Versehen ein Bonbongummi gefressen. Er war so sehr mit Kauen beschäftigt, dass er sich entspannt hat. Sie meint, beim Kreuzweg solltest du ein paar Bonbongummis für den Mute finden. Dort ist sie zumindest beim letzten Mal fündig geworden. Ein Bonbon-Gummi. Sie vermutet, die Mampfkauer aus der alten Welt werden aus Gummibäumen gemacht. Doch sie wäre nicht überrascht, wenn in Wirklichkeit irgendein chemisches Gebräu dahinter steckt. Kann man verstehen. Aber gut, bevor wir jetzt das Bonbon-Gummi holen, werde ich dann gerade an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, so sollt, könnt ihr euch gerne auch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Biomutant Video.